Jeremy, kann man sagen, mit dem Sieg vom Samstag führt der SCB in der Finalserie gegen Zug mit 2:0. Ist das die halbe Miete oder mehr? Ich glaube, jetzt führen wir 2:0 in der Serie. Die Realität ist, dass wir noch zweimal gewinnen müssen. Aber wir werden uns zuerst auf dem Spiel vom Morgen konzentrieren. Ein Highlight des Abends war das 2:1 von Ramon Untersander. Wie hast du das erlebt? Ja, ich glaube, das ist ein super Spiel von Unti. Man sieht, dass er immer den Kopf oben hat, die Beine gleichzeitig die Hände beschleunigen und nachher ein super Schuss. Schon hervorragende Leistung von Unti. Von außen betrachtet scheint der SCB die Finalserie gut im Griff zu haben. Wie sieht das intern in der Mannschaft aus? Ja, ich glaube, wir sind bewusst, dass wir zwei gute Leistungen gebracht haben. Aber wir sind auch noch mehr bewusst, dass es noch zwei grosse Matches vor uns gibt. Und der Garderobe ist sehr ruhig und wirklich Fokus auf dem Spiel vom Dienstag. Genau, morgen das nächste Heimspiel. Mit einem weiteren, können wir noch einen wichtigen weiteren Schritt machen und auf 3:0 erhöhen. Wie will man das Spiel morgen in Angriff nehmen? Ich glaube, so wie die zwei letzten Spiele. Wir werden sicher probieren, ziemlich mit einem hohen Tempo anfangen. Und immer noch probieren, super aus unserer Zone zu Hause zu gehen. Kompakt in der Mittelzone sein. Wir wissen, dass wir vielleicht nicht so viel ändern von unseren zwei letzten Matchen. Und so werden wir eigentlich starten.